wer dieser Mann ist? Keine Ahnung. Was Marcel Koller, sagt er das was? Na, kein bisschen. Ja, Fußballnationaltrainer der Neue. Aha, wie heißt er? Von der Schweiz. Ach, du hörst das so schnell. Fritz irgendwie. Fritz, Marcel Koller. Ungefähr. Mhm. Rettet er den österreichischen Fußball? Der ist nicht zu retten. Ja, ich denke, grundsätzlich sind da nicht so große Unterschiede, also zwischen dem Schweizer und dem Österreicher. Also, aber natürlich beide auch ein wunderschönes Land. Es ist so, dass beide gerne essen und uns auch gemütlich haben. Es ist so, dass der Österreicher vielleicht da noch eine Schippe drauflegt und das noch ein bisschen lockerer nimmt, das Ganze. Es ist so, dass der Wiener halt speziell sicher ein Raunzer ist, ein Suderer, also einer, der immer was zu reklamieren hat, dem eigentlich fast nichts passt und immer irgendwo noch ein Haar in der Suppe sieht. Ich denke aber, dass das uns und mir da sehr gut gelungen ist, weil ich gar nicht auf das eingegangen bin. Ich habe eigentlich von Anfang an versucht, dagegen zu arbeiten. Ich habe die ersten paar Wochen ging es schon los und ich kannte mich in dem Sinne auch noch gar nicht aus. Ich habe gesagt, ich muss zuerst die Leute kennenlernen, ich muss zuerst schauen, was abgeht. Und dementsprechend habe ich aber schon immer versucht, dagegen zu arbeiten. Und als ich dann wirklich auch mehr Einblick hatte, konnte ich dann wirklich auch dagegen arbeiten. Also wenn dann wieder eine gekommen ist, was nicht alles passt und was man alles ändern muss, und habe ich, oder was alles falsch und was alles schlecht ist und so, dann konnte ich dann auch dementsprechend mich mitteilen und sagen, nein, es ist nicht so, das ist anders, weil ich jetzt das selber erlebe. Ich habe dann eigentlich gleich auch gemerkt, dass es in eine andere Richtung gehen kann. Also dass die Leute dann das auch aufnehmen, aha, ist es so und so, und dass sie mir geglaubt haben. Und dementsprechend hat das natürlich schon etwas länger gedauert, also schlussendlich wirklich ein Jahr lang. Dass natürlich auch die Leute von der Straße, dass die, wenn die mich mal gesehen haben oder die Möglichkeit hatten, mit mir zu sprechen, dass sie da natürlich ihre Bedenken angebracht haben. Und eben wirklich nach einem Jahr war das vorbei. Das war dann bei einem Interview mit einer Journalistin, wo sie auch gefragt hat, was quasi das Wort oder was mir nicht passt. Und da bin ich auf dieses Raunzen zurückgekommen und habe dann eigentlich selber gemerkt, dass es jetzt vorbei ist. Dass es, die Leute kommen, die sehen, dass da was bewegt wird mit dem Nationalteam. Dass da eine Identifikation dahinter ist, dass die Spieler bereit sind, 100% zu geben, Vollgas zu geben. Und dass wir, das haben wir auch immer vermittelt, dass wir keine Siege versprechen können, aber dass wir den Einsatz geben wollen, alles zu tun. Und wenn der Gegner halt dann besser ist, dass man auch Spiele verlieren kann. Oder muss er nicht mal besser sein, aber dass du trotzdem Spiele verlieren kannst. Und das haben sie dann wirklich auch gut aufgenommen. Und eben jetzt ist eine mega Euphorie da. Und sehr viele Autogramme und Fotos. Und es ist schön und wir sind froh, dass wir das auch geben können. Ja, also wir fühlen uns wohl in Wien, wir fühlen uns wohl in Österreich. Und das hat aber nicht nur jetzt mit den Erfolgen zu tun. Es ist klar, es ist natürlich angenehmer, wenn du erfolgreich bist, als wenn alle sich wünschen, dass du das Land wieder verlässt. Das ist so. Aber die letzte Vertragsverlängerung, wo es ja darum ging, okay, gehe ich oder soll ich jetzt in die Schweiz gehen oder soll ich in Österreich bleiben, dass sich dieser Weg bestätigt hat, dass ich also mein Gefühl, dass hier die Arbeit noch nicht zu Ende ist in Österreich, dass ich auch mit mir und nicht zufrieden war, so wie ich spielen möchte, dass ich das noch nicht gesehen habe oder noch nicht so detailliert oder über einen längeren Zeitpunkt. Das war das, was mich eigentlich auch gefuchst hat und dementsprechend habe ich da zugesagt und wenn man jetzt sieht, wie wir die Qualifikation gespielt haben, hat sich das eigentlich nur bestätigt.